Ich will hier raus. Freiheit. Ja. Okay, wir haben es überlebt. Dann ist es so laut. Ja, ich gucke auch gerade, wie man hier am besten... Ah, von hier kommt man am besten runter. Okay. So. Ich scoute mal mit meinem Scharfschützengewehr, was es hier so in der Umgebung gibt. Okay, da hinten ist eine Kirche oder so. Was ist denn in die Richtung? Okay, ich würde sagen, wir laufen einfach mal. Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Ja, sieht nett aus. Hätte ich jetzt ein Maschinengewehr, ne? Oh, guck, guck. Ja, ich sehe den Bunker doch auch. Aber ich will da wirklich ungern rein. Warum? Oh, hallo Sau. Weil ich die Stadt lieber mal umrunden bzw. erkunden möchte und dann ab nach Hause. Ja, am Tag 17. Ja gut, warte auf mich. Da hinten ist ein Banditenlager. Wollen wir da ja, mal rein? Das Ding ist halt hier in dem Bunker da oben. Stehen doch zwei Mobile Spotlights. Ja gut, die kannst du ja eben abholen. Nee, da muss ich ja wirklich rein und dass ich da irgendwie hinkomme. Wohl mit Frames hochbauen. Ja, spät. Da hinten ist ein Banditending. Wollen wir da hin? Lohnt sich das? Nee, ne? Obwohl, da gibt's Waffen, glaube ich. Ich meine, da gibt's das. Weißt schon. Da hinten ist auch irgendein Geschäft, ich erkenne aber nicht von hier welches. Das sieht aus wie ein... Kohle. Shotgun Messias. Wollen wir das so machen? Du gehst ins Banditenlager, ich gehe zum Shotgun? Nein. Wie nein? Ich aufteilen, bitte. Oh. Na gut, hier ist das Banditen. Hast du Frames zufällig? Nö. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Ah, nicht lange. Hältst du die Zombies von mir fern? Ja, ich mach den hier mal tot. Da, er macht... Scheiße, ich brenne. Ach Gott. Man kann rein, ne? Ja, ja, bin drin. Ist ja auch gut was los. Ja, hier überall in der Stadt. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier im Gebäude praktisch was los ist. Geh mal in ganz rein, ne? Ja, aber bitte spreng dich nicht in die Luft, ne? Nee, nee, ich weiß. Okay, gut. Boah, meine Ausdauer ist halt echt gleich null. Echt schlimm. Willst du ein Bier? Dieses Gewatschel. Ja. Ehrlich, ich krieg noch größten Paranoia. Oh, Honig, das ist doch... Das ist,
Eine Errungenschaft, würde ich sagen. Oh, das weiß ich nicht. Okay, ist das hier? Bin ich jetzt schneller als du? Komm mal her. Sprinte mal bitte in die Richtung da. In die? Okay. Ja. Ja, ich bin schneller als du. Aber auch nur ein Stück weit. Weil ich gerade so einen Mega-Quash getrunken habe. Ja doch. Oh, First Aid Kit Schematik. Coins, die ich kann. Dose. Na ja, gut, in den Häusern hier oben drin ist nichts, ne? Ja. Wo bist du? Ja. Warum? Hast du was für mich? Ja. Im Haus hoch bei ganz oben. Dann auch treffen. Ja. Wo bist du? Ach da. Hi. Hey. Okay, einmal zum Stacken. Hier für alle Fälle. Ja gut, verwandt Medizin habe ich mehr als genug dabei. Hier, für dich. Also, nicht das da. Habe ich für dich gebacken. Ah. Oh. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Okay, dann schmeiß ich jetzt noch Kacke raus. Ja, ich auch. Hast du ein gebrochenes Bein? Brauchst du Splint? Nee, habe ich auch noch eine. Kannst du mir aber geben. Entschuldigung, habe ich jetzt da mitten in den Ofen rein? Ja. Egal, komm, weg hier. So, Shotgun Messiahs, da will ich rein. Was ist da hinten? Was ist das? Stiff-Tools. Oh mein Gott, Stiff-Tools. Ja, ich will aber erst mein Shotgun-Messias rein. Sollten dann aber auch wirklich zurück, ne? Ja. Hast du zufällig eine Fackel oder eine Taschenlampe oder so? Nein, nichts dergleichen. Na gut, hier ist es relativ hell drin. Relativ. Mechanical Parts sind hier drin gewesen. Kannst du auch wieder reinpacken. Okay, packe ich hier wieder rein. Mich interessieren hier auch wirklich nur die Waffenkisten. Ah, ist okay. Nimm mich mit, dich kann ich dann zerlegen. Ein bisschen mehr Licht wäre echt super. Hier, komm mal her. Bisschen. Bist du denn da? Ja. Das ist doof. Nichts auf dem Boden. Ah, okay. Die Taschenlampe. Ist da was Brauchbares drin gewesen? Naja. Ah, Shopping Basket.
Du kannst mir helfen, die Kisten aufzumachen. Aber dann ist es dunkel. Ja und? Ich beleuchte dir. Obwohl, hier drin gibt es. Toll. Alter. Ich halte an die andere Kiste. Du sollst nicht mich hauen. Was brauchen wir denn? Shotgun, Short Stock? Ja, lass mich gucken. Nee, den brauchen wir ganz sicher nicht. Gut. Das geht ja Gott sei Dank echt schnell mit dem Vorschlag, aber. Ja. Ja, doch. Relativ im Vergleich zu Steinachse auf jeden Fall. Ich mit. So, Stiff Tools gehört dir. Dann bin ich nämlich voll. Einverstanden? Ja, ja. Alles klar, dann auf zum Stiff Tool. Dann sind wir hier nämlich fertig. Ich muss auch dringend Sachen rauswerfen. Ja, ich auch. Generell, wir sollten jetzt auch langsam echt zurück. Ja, auch einfach, dass wir uns noch so ein bisschen vor die Tür die Horde reparieren können. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Wait for me. Soll ich Nitrat? Nein. Okay. Das raus. Klingt das so arg nach Zombies? Ja, weil hier drin arg viele Zombies sind. Ach so. Er läuft. So, wie gesagt, jetzt gehört dir. LOL! Halt instant still. Ja. Amboss und Werkzeugkiste. Ich dachte, gehört mir? Ja, ich guck doch nur rein, weil ich Qualitätsshow hab. Die Sachen lasse ich da drin. Ja, toll. Ja, komm, ich pack ein paar Sachen aus meinem Invent. Ich kümmere mich um die Zombies. Ja, kümmer du dich um die Zombies. Ja, nicht alleine, du musst mir schon helfen. Aber ich sehe doch nichts. Okay, jetzt kannst du. Den Rest kriege ich. Ich brenne. Ja, es wäre echt klüger, dich mit Quality Joe dran zu lassen. Du kommst klar? Alles gut? Bis jetzt? Sind zwar ein paar viele, aber bis jetzt. Ja, es ist halt auch echt dunkel hier drin. So. Oh, ein Kaliper. Ja, nice. Wir haben für die Forge alles. Nice. Das ist doch schon mal ein Lichtblick. Wie kommst du klar? Ich mach die Tür gerade hinten auf. Kannst du alles mitnehmen, was wir brauchen? Bis jetzt ja. Okay. Okay, kannst gerne hier hinten reinkommen. Hier ist Licht. Ich habe halt echt keine Ausdauer mehr. Ja, sorry, ich muss hier vorne an der Tür bleiben, sonst werden wir von Zombies überrannt. Nee, nee, alles gut, alles gut. So,
sollte jetzt nicht sein, dass ich mich beschwere oder so, ne? Ist gut. Beim nächsten Mal, wenn wir hier sind, darfst du eindeutig looten. Sage ich nur ungern, aber wir müssen langsam hier raus. Noch zwei Kisten. Okay. Muss noch zwei Kisten öffnen, dann sind wir raus. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss hier raus. Dann komm. Scheiße. Alles gut? Nein. Wo bist du? Okay, was machst du? Alles gut. Ich komme, ich eile, ich fliege. Bin vorne raus. Ja, ich auch. Beziehungsweise immer Bescheid sagen, ne? Wenn dich ein Zombie angreift, damit ich noch rüberkommen kann zur Hilfe oder so. Ja, ich dachte, ich schaff's noch. Hast du ein Bier? Hier auf dem direkten Weg, ja, ich hab noch ein Bier. Mich zwischen eins rein. Ja, ich würde sagen, querfeld ein, zurück nach Hause, ne? Genau, also ich würde trotzdem die Straße folgen, ich glaube, das ist am sinnvollsten. Nee, ich würde querfeld einlaufen. Obwohl, wir brauchen mindestens eine Übernachtung. Ja, eben. Ja, gut, okay. Ich folge dir. Ich lasse auch alle stehen und liegen. Wir haben alles für die Werkbank, hast du gesagt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil wir ja Mechanical Parts brauchen. Ist das nicht die falsche Richtung? Nein. Doch. Psch, nein. Okay. Weiß genau, wo wir hin müssen. Ja. Bist du mutig? Wieso? Ich bin noch auf dem Weg Hinweg schon hier rüber gesprintet. Ja, aber es ist mir einfach zu gefährlich mit den Mien. München. Mist. Ja gut, auf jeden Fall haben wir was für die Forge gefunden. Das stimmt. Bist du noch bei mir? Wo bist du? Ein Stück hinter Lootest dir. Lootest du etwa auf dem Weg? Nein, ich bin außenrum gelaufen. Ich bin nicht querfeld eingelaufen. So. Müssen uns auch überlegen, ich denke, bei der Hütte, die da nah an der Straße war, müssen wir uns verschanzen. Ach, noch haben wir ein bisschen Zeit. Dauert ja auch noch ein bisschen, bis wir da sind. Aber nochmal bis zur Tanke werden wir es nicht schaffen. Nee, wahrscheinlich nicht. So, ich lege mir mal was unten auf die Bar. Gebracht. Hast du noch Bier oder sowas? Nein. Okay. Leider nicht. Ich meine, ich habe das mit der Ausdauer nicht so wie du. Warum? Ich habe nämlich ein bisschen geskillt, dass ich weniger Ausdauer verbrauche. Ja gut, ich habe
auch so gut wie gar nichts geskillt. Ich habe gerade mal die Workbench und den Mixer gelernt. Ja gut, ich habe hier Lauf-Faust, Lauf genannt. Ausdauerverringerung. Das ist nämlich gut auch für den Abbauen und so. Zumindest die 10% machen sich schon echt bemerkbar. Na gut. Ich brauche eine kleine Pause. Okay. Komm mal her. Ich habe gerade gesagt, ich brauche eine kleine Pause. Ja, Pause kannst du ja trotzdem machen. Da ist eine Sau. Ja, lass Sau Sau sein. Na gut.